Ja, meine Lieben, bevor wir mit dem Video starten, ich würde euch wirklich bitten, liked jetzt gleich mal meine Videos, schreibt Kommentare hinein, damit sich da wieder mal was rührt und ich einfach im Ranking raufkomme. Liken, 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 ihr tut mir damit einen riesengroßen Gefallen und Kommentare schreiben, Kommentare schreiben, Kommentare schreiben. Ihr wisst sie, umso mehr sich da tut, umso leichter geht das Ganze nach oben. In dem Sinne, viel Spaß jetzt mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuseher, Abonnenten und meine lieben Freunde. Sehr oft braucht es nicht viel Aufwand und Kosten, um große gesundheitliche Wirkung zu erzielen, wie wir alle wissen. Ja, und in diesem Video geht es wieder einmal um genau so eine Nahrungsergänzung, um ein solches Mittel, welches für eine sehr, sehr große gesundheitliche Wirkung sorgen kann. Doch wie ihr alle wisst, die wichtigen Informationen kommen wie immer nach dem Intro. Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV, bewusst gesund bei Gio. In unserer Zeit muss man ja leider immer wieder von Zivilisationskrankheiten sprechen. Das heißt, die Krankheiten und Symptome haben weniger mit gefährlichen Krankheitsübertragungen zu tun, als mit den Gewohnheiten und Gegebenheiten unserer Zivilisation. Meist sind eben diese Gegebenheiten halt unserer Nahrung mit viel zu viel ungesundem Fett, raffinierten Getreideprodukten und raffinierten Zucker, sowie eben viel zu wenig Bewegung und zu wenig geistiger und körperlicher Herausforderung. Dass dabei nicht unbedingt viel Gesundheit rausschauen kann, das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Das sogenannte metabolische Syndrom, auf das wir ganz bald genauer eingehen werden, ist eine der häufigsten Krankheiten und nicht zu unterschätzen, gar nicht zu unterschätzen. Doch viele scheinen das metabolische Syndrom einfach mal so als gegeben hinzunehmen. Aber hier sollten sich nicht nur Menschen angesprochen fühlen, die hier schon Probleme haben, sondern natürlich wir alle, um das Ganze eben natürlich vorzubeugen. Naja, habe ich halt zu hohe Blutzuckerwerte und ja, das Cholesterin ist auch viel zu hoch und ja, die Blutfettwerte passen auch nicht so ganz und naja, zu hohem Blutdruck hat doch ein jeder. Ja, so reden es sich dann immer wieder Menschen einfach auch schön und normal, ja, weil da muss man auch nichts dagegen tun. Das heißt einfach auch, dass viele Menschen diese Symptome, diese Krankheiten als ganz normal ansehen, weil es ja eher viele schon haben und ja, mein Arzt meines Vertrauens, der wird dann auch schon was dagegen tun können. Ein paar Medikamente wird es dann schon geben. Der Arzt des Vertrauens tut das natürlich auch im besten Wissen und Gewissen, wird er dir helfen, aber glaub mir, jeder Arzt des Vertrauens wird froh sein, wenn du vorher Vorsorge betreibst oder einfach mehr Vorsorge betreibst, um dann hinterher nicht in der Bredouille zu sein. Na gut, was kann man denn nun Einfaches dagegen tun? Das ist natürlich hier die Frage. Ich weiß, und das ist auch klar, gesündere Lebensmittel, ausreichend Bewegung und natürlich Stressreduzierung wären natürlich grundsätzlich mal das Gebot der Stunde. Doch es geht ja natürlich auch um Nahrungsergänzung, die für sich alleine schon mal eine große Wirkung zeigt. Und das tun mal diese Flohsamenschalen in jedem Fall, beziehungsweise eben auch Flohsamenschalenpulver. Das kennt wohl ein jeder von euch und wohl auch eher im Zusammenhang eben auch mit der regulierenden Wirkung auf den Magen-Darm-Bereich, hilft eben hier wunderbar bei Verstopfung oder eben auch bei Durchfall. Man nimmt es eben auch, wenn man eine Darmreinigung eben macht, vorher eben auch mal ein oder eben auch, wer das weiß, gegen Heißhungerattacken, weil eben die Flohsamenschalen auf ein Vielfaches des ursprünglichen Volumens aufquillen und so für einen volleren Magen und Darm sorgen. Ja, doch diese Flohsamenschalen haben nun auch nach gewisser oder nach nachgewiesenermaßen eine hervorragende gesundheitliche Wirkung auf das metabolische Syndrom. Und
das ist natürlich jetzt das Oberinteressante in diesem Video. Eine australische Studie, die im Fachmagazin Obesity Reviews veröffentlicht wurde, konnte eben aufzeigen, dass das Wirkungsfeld der Flohsamenschalen weit mehr umfasst als eben die Hilfe bei Magen-Darm-Problemen. Die Forscher dokumentierten hier sehr positive Effekte auf die Erkrankungen des metabolischen Syndroms. Ja, und wie hier Flohsamenschalen hier bei diesem metabolischen Syndrom, vier Punkte sind es ganz genau, hier ganz besonders und nachvollziehbar helfen kann, erfahrst du natürlich jetzt. Let's start. Erster Punkt, Flohsamenschalen gegen erhöhte Blutzuckerwerte. Ja, da eben die Flohsamen ja ziemlich aufquellend, wie schon erwähnt, sorgen diese dafür, dass der Zucker nicht mehr so schnell in das Blut absorbiert werden kann. Das heißt, die Blutzuckerspitzen können weiter unten bleiben. Der Zucker kann leichter in die Zellen zu den Mitochondrien kommen und tatsächlich für Energie sorgen. Also wenn nicht so schnell ganz, ganz viel Zucker ins Blut kommt, dann hat eben unser Insulin die Möglichkeit, diesen Zucker relativ einfach in die Zellen zu bringen. Bei zu hohen Blutzuckerwerten, wenn also wesentlich mehr Zucker auf einmal ins Blut hineinkommt, dann wird es eben schon schwieriger. Dann braucht man ganz, ganz viel Insulin. Die Bauchspeicheldrüse muss permanent Insulin produzieren. Und dann wird es aber ganz schwierig, diese Mengen an Zucker auf einmal in die Zelle zu bekommen. Gelingt nicht. Und da bleibt eben sehr, sehr viel Zucker im Blut übrig. Das heißt, hier haben wir 10, 11, 12 Stunden die Zuckerkristalle im Blut, die dann hier sehr, sehr viel Schaden in den Blutgefäßen, in den Innenwänden anrichten können. Natürlich ist auch hier eine Überlastung der Bauchspeicheldrüse, weil die eben permanent Insulin produziert. Viel zu viel Insulin produziert, das dann im Umkehrschluss eben auch wieder im Organismus irgendwo seinen Schaden anrichtet. Also alles an zu viel hat irgendwann mal den Punkt, wo es sich eine gute Wirkung zu einer negativen Wirkung eben auswirkt. Weiter geht's zu Punkt Nummer 2. Flohsamenschalen gegen zu hohe Blutfettwerte. Cholesterin ist ja bekanntlich lebenswichtig für den Aufbau der Zellen und sorgt dafür, dass eben auch unsere Blutgefäße geschmeidig bleiben und ausgebessert werden, wenn hier Schaden entstanden ist. Auch die Triglyceride sind ein notwendiger Energiestofflieferant, den wir alle brauchen. Und wenn es auch hier wiederum zu viel wird von beidem, dann können sich in den Blutgefäßen eben Ablagerungen bilden. Und diese Blutgefäße werden dadurch oder können dadurch verengt werden. Und im schlimmsten Falle gibt es dann eine komplette Verstopfung. Und dass das nicht gut ist, kann man sich gut vorstellen. Die Herz-Kreislauf-Krankheiten sind ja eine der häufigsten überhaupt. Bis hin zu den Schlaganfällen ist dann sehr vieles möglich. Im negativen Sinne natürlich gemeint. Dritter Punkt. Flohsamenschalen gegen zu hohen Blutdruck. Wer mit so hohen Blutfettwerten eben zu tun hat, hat dann meistens auch das Problem mit dem zu hohen Blutdruck, weil eben Blutgefäße oft schon verengt sind und das bedeutet halt, dass sich dadurch einfach mehr Blutdruck aufbauen muss. Es ist natürlich selbstredend, dass sich durch die Einnahme jetzt von diesen Flohsamenschalen das Blutdruckrisiko einfach auch wieder verringern kann. Vierter Punkt und last but not least sind Flohsamenschalen eine ideale Unterstützung, um eben Übergewicht zu reduzieren. Ja, wie schon erwähnt, ist das hohe Quellvermögen eben der Flohsamenschalen im Magen einfach hier ausschlaggebend und löst hier eben auch ein schnelleres Sättigungsgefühl aus, weil eben hier die Flohsamenschalen sehr, sehr weit auf Quillen. Und das hilft natürlich auch, das Hungergefühl zu verringern. Die kaloriearmen Ballaststoffe werden nur langsam verdaut und halten daher eben auch lange satt. Flohsamenschalen regen zudem auch die Verdauungstätigkeit an und entziehen der Nahrung zusätzlich ein wenig Fett und Zucker schon im Vorfeld und die mit den Ballaststoffen der Flohsamenschalen eben dann auch wieder
unverdaut ausgeschieden werden. Der günstige Einfluss auf den Blutzuckerspiegel verhindert außerdem die gefürchteten Heißhungerattacken, meine Lieben. Ja, ihr lieben Zuschauer, Abonnenten und Freunde, man sieht, kleiner Einsatz, große Wirkung. Was braucht es also dazu? Wir brauchen natürlich Flohsamenschalenpulver, welches am frühen Morgen im Verhältnis von circa einem halben bis ganzen Teelöffel von Flohsamenschalen und circa 150 ml lauwarmem Wasser vermischt wird und dann eben in einem Zug ex ausgetrunken werden sollte. Ja, und dann nachher noch einmal mit derselben Menge reinem lauwarmen Wasser nachtrinken, damit das dann auch gut vermischt wird und sich nicht verklumpft und verhärtet. Ja, das war schon und wichtig, Minimum eine Stunde mal nach der Einnahme nichts essen und hier auch keine Medikamente einnehmen, da diese in der Zeit noch nicht so gut absorbiert werden können oder eventuell, dass es auch sein kann, dass hier wichtige Wirkstoffe eben mit den Flohsamenschalen wieder ausgeschieden werden könnten. Ja, man kann das Ganze auch am Abend einnehmen, jedoch sollte man Minimum 2 Stunden vorher eben nichts mehr gegessen haben. So, meine Freunde, das war's. Wie gesagt, kleiner Aufwand, sehr, sehr große Wirkung. In dem Sinne, ich freue mich natürlich über viele Daumen hoch. Ich freue mich über eure Meinungen in diesem Video. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meine Homepage besucht, bewusstgesund.geosixt, lebensmut.at. Hier habe ich viele, viele an empfohlenen Produkten, die ihr auch über mich bestellen könnt, sowie natürlich auch die Flohsamenschalen. Ja, bitte liked meine Videos, ich freue mich darüber und wird mir auch sehr, sehr weiterhelfen. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, euer Geo. Bleibt gesund oder werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid. Ciao, ciao und tschüss.